So, wir haben jetzt also den Meistertrainer besiegt, der angeblich in der deutschsprachigen Version von dem Spiel Flügelbüschel Sandra heißen soll. Und müssen jetzt aber so ein ganz nerviges Zusatzlevel schaffen, zu dem wir jetzt noch nicht mal hinkommen, weil wir ja keinen Surf haben. Und halt diese nutzlose Luschi wieder da rein. Und ein anderer nutzloser Luschi raus. Er hat doch hoffentlich Surf, oder? Weil wenn nicht, dann werde ich jetzt aber ganz schön genervt sein. Ja, zum Glück. Dieses unnötige Whirlpool hat er auch. Wahrscheinlich muss er dann schließlich auch noch Waterfall lernen, wo ich keine Ahnung habe, was Waterfall bitte schön machen soll. Dann werde ich jetzt mit Sicherheit hier Surf benutzen müssen. Hier. Auch normalerweise wäre man da wohl also auch gar nicht mal reingekommen. Hä? Zu dem Dungeon raff ich ja erstmal gar nicht. Natürlich können da Drachen als Zufallsencounter kommen. Es kommen natürlich mal wieder komisch Ace-Trainer mit komisch Drachen. Die werden auf den Wecker gehen. Aber war der Meistertrainer hier schwer genug? Glück gehabt. Wenn ich der gewesen wäre, hätte ich was anderes eingesetzt. Nämlich Dragon-Rage natürlich. Obwohl Dragonrage gar nicht mal so besonders ist. Aber es kann trotzdem nerven, wenn der Gegner es hat. Ach nee. Ja, das ist Wasser! Das hätte ich nie erkannt bei der Dunkelheit. Ja, Glück gehabt. Das ist ein super Item. So, das verbessert einem sein Special. '84 und '73. Mal sehen, ob das besser wird. Eins ist es diesmal nur hochgegangen, aber immerhin besser als nächst. So was Lusches. Lohnt sich natürlich nicht, das zu bekämpfen. Sogar wieder Whirlpools, die total auf den Wecker gehen. Warum zum Teufel sind da solche Blödbäume? Wir haben doch da überhaupt nichts zu suchen. Wahrscheinlich müsste man hier jetzt sogar einen Whirlpool haben, wenn man vorankommen will. Wer zum Teufel bist du denn?
Hat euch schon mal jemand gesagt, dass kleine Mädchen nicht mit sowas Gefährlichem wie Drachen spielen sollten? Ach so, weil das dann gleich zwei NPCs sind. Was macht das jetzt nochmal? Ach so. Da ist jetzt nämlich dieser blöde Whirlpool. Hier war denn nochmal so ein komischer Trainer. Ach nee! Bin aber ja zufälligerweise trotzdem hier. Weil ich nämlich der Herrscher dieser Welt bin. Und bumm. Ein anderer von mir ins Spiel. Voller Power. Anscheinend hat er noch einen Strich. Das war ja mal overpowered. Will auch Waterfall benutzen können. Haben wir geschafft! Jetzt muss man ja an diesem Whirlpool vorbei. Anscheinend. Weg mit dir! Natürlich so eine ewig langsame Animation. Und was ist auf der Seite? Nix oder was? So. Was macht das jetzt? Oh, toll. Ich habe gerade vorhin auf Wikipedia nachgelesen, dass der Dragonfang ursprünglich in einigen von den anderen Generationen das war, was man hier holen muss. Ich spiele ja nicht irgendeine andere Generation. Mal sehen, ob hier so ein Oberfiesi-Miesi kommt, der mich fertig macht. Cheating.
Was denn? Das war doch richtig! Ich benutze Safe States, also setze ich Cheats ein. Hey, ist das ein Mofo? Das stimmt doch! Na gut, die zweite Möglichkeit ist natürlich, einfach hochzuleveln. Hä, der rafft's ja gar nicht. Sicherheit ist Violence jetzt falsch. Hä? Was für ein begriffsstutziger Superlushi ist das denn, bitteschön? Hä? Natürlich habe ich bestanden. Was für eine Bitch. Gibt's ja wohl nicht. Und wo zum Teufel gibt's denn im Spiel bitte schön Waterfalls? Jetzt kann ich also offensichtlich Waterfall einsetzen. Und der ist sogar unfähig, das zu benutzen. Hä? Dabei ist der doch wasserbasiert. Der hätte auch noch einen Move, der nicht AM ist. Wie lusch ist das denn? Hä? Was zum Teufel willst du denn jetzt noch von mir? Ach, das komische Teil. Da soll jetzt so ein komischer Witz kommen, der direkt aus dem Japanischen übersetzt worden ist und den niemand versteht, es sei denn, man hat es auf Wikipedia nachgelesen. Ja, die bei der Pokémon Liga können ja eh nix. Bei den Editionen Gelb schon so. Dass das alles super Lushis waren. Ja, aber dass die jetzt noch nicht mal Waterpool benutzen können. Waterpool. Waterfall meine ich natürlich. Ich frage mich jetzt echt, wofür zum Teufel man Waterfall eigentlich braucht. Das habe ich natürlich nicht verraten kriegt. Ich meine, es gibt doch keine Wasserfälle im Spiel, oder? Zumindest wüsste ich jetzt nicht wo.
Wenn der aber auch kein Waterfall benutzen kann, dann modde ich's bald um, dass jeder Waterfall benutzen kann. Glück gehabt. So, dann ist der Drache jetzt der neue HM-Slave. Wobei, wer weiß, vielleicht kann der die Gegner sogar killen, weil der ist ja immerhin schon Level 30. Egal, jetzt wird jedenfalls wieder rumgeflügelt. Mal sehen, was der Alte von mir will. Sollte sich ja auch irgendwas gebildet haben. Sonst nix. Ach, der Style bringt mir ja ganz viel. Hurra! Und wo muss ich jetzt zum Teufel nochmal lang? Keine Ahnung. Wenn ich raten müsste, dann von hier aus irgendwo noch weiter. Ich habe keine Ahnung, was das noch ist. Ich habe nämlich auch nicht aufgepasst, wo es zum Teufel zu der Liga geht. Egal. Jetzt ist halt mal nach hier. Da kommen natürlich irgendwelche Luschi-Mofos. Allerdings, einige von meinen anderen müssten auch mal wieder Level surfen. Vor allem der Vogel. Der Nervkopf. Wer rechnet denn damit? Und zum Glück habe ich ihn jetzt mit meinem Safe-State-Cheating ausgetrickst.
das Fly geht dann irgendwie sogar noch weiter. Hat ihn aber gekillt. Das kann ich ja noch nicht mal mehr zurück. Ist ja nervig. Wieder so eins. Sag bloß, du denkst, du hättest eine Chance gegen mich, Kleine. Chef, das ist ja schon wieder so ein komisch Ace-Trainer. Hola, Power! Dann bleibe ich natürlich bei dem, weil er ja auch mal Level schaffen will. Toll. Natürlich kommt man zu den ganzen Typis da jetzt nicht mehr hin. Komm doch. Ein komischer Karate-Typi. Jetzt natürlich das Item haben. Ja. Yeah. So welche soll ich mir vielleicht mal ein bisschen mehr zulegen. Weil wer weiß, was noch kommt. Mittlerweile ist mein Giftwolkentyp eigentlich sogar schon ein bisschen überlevelt und die ganzen anderen haben dafür viel zu niedrige Levels.
Hella Power! Hier kommt ein komischer Affe. Jetzt wisst, was gegen den gut ist. Höh, toll. Na, Glück gehabt, er kann gar nicht mehr davon profitieren. Mach ich halt mit dem Vogel weiter. Daneben? Hört es sich so wenig ab? Ist ja schlecht. Und jetzt ist er auch noch schneller. Krieg mich doch, du altes Loch. Der nervt ja. Hä? Normalerweise ist es so, dass wenn man Rage benutzt, dann kann man gar nichts anderes mehr benutzen. Zumindest war das in Generation 1 so. Level geschafft! Ja, der Superflügelvogel hat ein Level geschafft. Der Battle Tower ist was, wo man überhaupt nicht gewinnen kann. Egal was man macht. Natürlich! Die haben echt mal so schlaue Sprüche. Was, es war nicht sehr effektiv, aber es hat ihn natürlich trotzdem voll fertig gemacht. Ob das wohl was bringt? Soviel ich weiß, sind die nämlich gegen Elektroschocks immun. Hä? Das wird noch nicht mal angezeigt, dass der Dick benutzt hat. Aber jetzt? Ist das overpowered? Der Nervkopf. Krieg mich doch. Bumm. Das ist ja das reinste Labyrinth. Ich hoffe, die erwarten nicht, dass man hier einen bestimmten Weg geht.
Der hat gleich 5. Könnte schwer werden, die alle zu besiegen. Es sei denn, die haben wieder nur so ganz lusche, niedrige Levels. Und dann gilt es den noch nicht mal. Zum Glück hat er kein Self-Destruct eingesetzt. Er ist wahrscheinlich einfach 5 von denen. Das wird ihm ja ganz viel bringen. Natürlich einfach mit dem Vogel weiter. Weil der braucht Erbsen. Ich freue mich, wo ich da jetzt rauskommen werde. Das ist irgendwo ganz am Anfang. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss und deshalb beende ich das Video einfach und irgendwann geht's dann mal weiter.